Du bist ein Fan von schnellen und tödlichen Kämpfen? Mit ihrer beeindruckenden Agilität und ihren verheerenden Fähigkeiten kann sie ihre Feinde in Sekundenschnelle ausschalten. In diesem Guide werden wir dir alles beibringen, was du über Katarina wissen musst, damit du ihre Fähigkeit voll ausnutzen und deine Gegner im Spiel dominieren kannst. Also schnall dich an und lass uns loslegen. Und damit herzlich willkommen zu unserem Katarina Guide. Katarina ist eine furchteinflößende Assassinin. Sie kann ihre Feinde schnell ausschalten und sich aus gefährlichen Situationen befreien. Ihr Schadensoutput ist sehr hoch, vor allem im späten Spielverlauf, wenn sie genügend Gold angesammelt hat, um ihre Kerngegenstände zu kaufen. Eine gut gespielte Katarina kann das Spiel im Alleingang gewinnen. Dafür müsst ihr aber erstmal ihre Grundsteine meistern. Obwohl Katarina keine Ressourcen hat, ist sie aufgrund ihrer hohen Schwierigkeit nicht für Anfänger geeignet. Es erfordert Übung und Können, um ihre Fähigkeiten und Kombos richtig einzusetzen. Ihre geringe Robustheit erfordert ein hohes Maß an Beweglichkeit und Fähigkeit, Situationen schnell zu beurteilen, um nicht in gefährliche Situationen zu geraten. Katarina bevorzugt den Nahkampf und ist auf Assassination spezialisiert. Sie ist jedoch auch in der Lage, ihre Gegner aus der Ferne immer wieder mit der Q zu bekämpfen. Ihre hohe Mobilität erlaubt es ihr, schnell in- und auskämpfen zu gelangen, um ihre Ziele zu erreichen. Insgesamt ist Katarina ein sehr vielseitiger und mächtiger Champion, die es wert ist, gelernt zu werden. Ihre Fähigkeit erfordert Übung und Geschicklichkeit, aber wenn sie richtig eingesetzt werden, kann sie das Spiel dominieren und ihren Feinden das Fürchten lehren. Kommen wir jetzt zu den Fähigkeiten. Da beginnen wir direkt mit der Passive, der Vorahnung. Katarina erhält 15 Sekunden lang nach einer Tötung oder einer Unterstützung ihre normalen Fähigkeiten ohne der Ultimate, ohne Abklingzeit zu verwenden. Das ist eine sehr mächtige Fähigkeit, da es Katarina erlaubt wird, schnell mehrere Feinde auszuschalten, sobald sie einen getötet hat. Um diese Fähigkeit voll auszunutzen, sollten Spieler versuchen, Kills und Assists zu erzielen und dann ihre Fähigkeit ununterbrochen zu spammen. Richtig eingesetzt in einem Teamfight könnt ihr somit nicht nur öfter umherspringen, sondern immer wieder verschiedene Kombos anwenden und dadurch viele Gegner töten. Bei der Q wirft Katarina eine Klinge auf einen Gegner, die Schaden verursacht und dann auf nahegelegene Feinde überspringt. Die Klinge kann bis zu dreimal springen, was bedeutet, dass sie insgesamt bis zu 4 Ziele treffen kann. Diese Fähigkeit ist gut geeignet, um Schaden an mehreren Feinden aus der Ferne zu verursachen, insbesondere in Kombination mit Katarinas anderen Fähigkeiten. Bei der W verursacht Katarina an allen Feinden in einem Bereich um sich herum Schaden, nachdem sie ihre Klinge hochgeworfen hat oder eine weitere Klinge einsammelt. Sie erhält außerdem ein kleines bisschen Bewegungsgeschwindigkeit. Diese Fähigkeit ist nützlich, um mehrere Feinde auf einmal zu treffen und kann auch verwendet werden, um Katarina schnell von einem Ort zum anderen zu bewegen, weil sie eben diesen kleinen Bewegungsgeschwindigkeit-Boost bekommt. Zudem ist es eine gute Möglichkeit, um Gegner zu zonen, die euch zu nahe kommen, indem ihr dann einfach W drückt. Kommen wir zur E. Katarina teleportiert sich zu einem Ziel und verursacht Schaden an Feinden. Diese Fähigkeit ist sehr nützlich, um schnell in- oder auskämpfen zu gelangen oder Feinde zu verfolgen, wenn sie fliehen wollen. Außerdem könnt ihr mit der E auf ein Messer springen und dort den genauen Ankunftspunkt wählen. Außerdem ist wichtig zu wissen, wenn ihr ein Messer einsammelt, reduziert sich die Abklingzeit dieser Fähigkeit fast auf 0. Diese Fähigkeit kann auch verwendet werden, um Feinde zu überraschen, indem man an nahe Minions oder Verbündete springt, bevor man dann das Ziel angreift. Zum Schluss zur Ultimate, dem tödlichen Lotus. Katarina springt in die Luft und schleudert mehrere Klingen auf nahegelegene Feinde, wobei sie erheblichen Schaden im Kreis um sich herum verursacht. Diese Fähigkeit kann während ihrer Kanalisierung unterbrochen werden, aber wenn sie erfolgreich abgeschlossen wird, kann sie eine Menge Schaden verursachen. Um diese Fähigkeit erfolgreich zu nutzen, sollten Spieler versuchen, in der Nähe mehrere Feinde zu sein, um den Schaden auf mehrere Ziele zu verteilen. Es ist auch nützlich, wenn man versucht, Feinde schnell auszuschalten, bevor sie fliehen können. Insgesamt ist Katarina ein vielseitiger Champion mit Mischung aus offensiven und defensiven Fähigkeiten. Die Schwierigkeit der Kombos von Katarina hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Spielposition, dem gegnerischen Team, der Spielphase oder der persönlichen Fähigkeiten des einzelnen Spielers. Es ist wichtig, diese Faktoren bei der Auswahl und Ausführung von Kombos zu berücksichtigen, um den größten Nutzen aus Katarinas Fähigkeiten zu erzielen. Ein erfahrener Katarina-Spieler kann natürlich schwierigere Kombos leichter ausführen als ein unerfahrener Spieler. Aber es ist auch wichtig, die Situationen im Spiel und die Stärken und Schwächen des eigenen Teams und des gegnerischen Teams zu berücksichtigen. Die erste Kombo von Katarina ist eine relativ einfache und schnelle Kombination, die sie im Nahkampf einsetzen kann, um Schaden zu verursachen.
Um die Combo auszuführen, führt Katarina zunächst einen Auto-Attack, gefolgt von ihrer Q-Fähigkeit aus. Sobald die Klinge geworfen wird, führt Katarina dann direkt einen weiteren Auto-Attack aus, um zusätzlichen Schaden zu verursachen. Die Combo ist besonders effektiv in der frühen Spielphase, wenn Katarina noch nicht so viel Schaden verursachen kann. Aber auch im späten Spielverlauf kann sie dadurch schnell Gegner eliminieren oder noch den letzten Schaden rausdrücken. Außerdem ist es wichtig, die Kombos mit anderen Fähigkeiten immer mal wieder zu kombinieren, somit eine längere Kombo zu machen, um den Schaden zu maximieren und den Gegner zu besiegen. Die nächste Kombo ist die QEW Autotech Kombo von Katarina. Sie ist eine etwas schwierigere Kombo, aber sehr effektiv, um schnell großen Schaden zu verursachen und Feinde auszuschalten. Um die Kombo auszuführen, beginnt Katarina mit ihrer Q-Fähigkeit, gefolgt von ihrer E, also dem Sprung, in Richtung des Ziels. Nach dem Sprung wirft Katarina ihre W-Fähigkeit in die Luft, um an Gegnern schnell Schaden zuzufügen und ihn dann leicht angreifbar zu machen. Schließlich wird die Kombo mit einem Auto-Attack beendet, um den Gegner zu besiegen. Diese Kombo ist besonders effektiv gegen einzelne Ziele und kann in jeder Spielphase eingesetzt werden. Es erfordert jedoch etwas Übung, um die Timings und die Positionierungselemente der Kombo zu beherrschen. Vor allem mit der W ist es etwas tricky, weil sie natürlich etwas Zeit braucht, wenn das Messer erst in die Luft fliegt und dann am Boden landet, weil dann könnt ihr natürlich erst den Schaden mit der W machen. Die nächste Kombo ist eine sehr ähnliche, aber etwas komplexere Kombo. Es ist die QE Autotech W Kombo, die eher dafür gedacht ist, aus einem Fight auch wieder rausgehen zu können. Dafür wird dann nämlich die W benutzt. Letztendlich wollt ihr wie bei der Combo davor eure Q verwenden, dann mit der E auf den gegnerischen Champion draufspringen, ihn auto-attacken und dann, wenn ihr eure Q so gesehen eingefangen habt, dann mit der W einfach wieder rausrennen. Ihr aktiviert die W, damit ihr etwas Lauftempo bekommt und vom Gegner schnell wieder wegkommt. Somit könnt ihr euch in eine sichere Position begeben, falls das möglich ist. Und wenn dann es doch noch die Option gibt, dass ihr wieder reingehen könnt, um vielleicht den Kill noch zu bekommen, dann habt ihr ja, weil ihr eure Q gefangen habt, immer noch die E zur Verfügung und könnt dann wieder zurück auf den Dagger springen und vielleicht den finalen Kill machen. Das Ganze erfordert jetzt etwas Übung, damit ihr die Timings richtig hinbekommt, dass ihr rechtzeitig den Dagger fangt und auch mit der W wisst, dass ihr nur rausrennen müsst. Wenn ihr das drin habt, funktioniert diese Combo einwandfrei. Die nächste Combo von Katarina ist eine weitere, komplexere Kombination, die effektiv ist, um Schaden zu verursachen und Feinde schnell auszuschalten. Um die Combo auszuführen, beginnt Katarina mit ihrer E-Fähigkeit, also dem Sprung in Richtung des Ziels. Seid ihr dort angekommen, aktiviert ihr eure W und feuert dann sofort die Q ab. Nachdem ihr nach dem Sprung hoffentlich mit der E hinter dem Gegner steht, fliegt die Q jetzt wieder in die Richtung, von der ihr gekommen seid. Das ist letztendlich dann wichtig, um eventuell wieder entkommen zu können. Jetzt macht ihr einen Auto-Attack und könnt dann auf den Dagger, den ihr ja gerade durch die Q in eure Richtung geworfen habt, von der ihr gerade gekommen seid, wieder zurückspringen und so einen schnellen, effektiven Trade machen und letztendlich wieder aus dem Gefahrenbereich draußen sein. Die EWQ Autotech Ultimate Combo von Katarina ist die ultimative und tödlichste Kombination in ihrem Arsenal. Um die Combo auszuführen, beginnt Katarina mit ihrer E-Fähigkeit in Richtung des Ziels, gefolgt von ihrer W-Fähigkeit, um direkt im Gegner die W nach oben zu schießen. Als nächstes nutzt ihr jetzt die Q-Fähigkeit und führt direkt einen Auto-Attack aus. Dann sollte das Messer, also die W, wieder auf euch runterfallen und bevor das schließlich passiert, zündet ihr eure Ultimate und lasst diese so lang laufen, bis der Gegner tot ist. Diese Combo ist besonders effektiv, um schnell mehrere Feinde auf einmal zu eliminieren und kann in Teamkämpfen sehr nützlich sein. Außerdem kann man diese Combo auch in zwei Varianten ausführen. Einmal könnt ihr hinter den Gegner reinspringen und die Q so werfen, dass das Dagger in der Richtung liegt, woher ihr gekommen seid. Oder ihr könnt nur an den Gegner ranspringen und dann die W aktivieren, die Q werfen, sodass sie hinter dem Gegner landet, also in seine Richtung. Und dann macht ihr den Auto-Attack und könnt die Ulti zünden. Je nachdem, wo dann der Gegner hinrennt, habt ihr wieder das Dagger gefangen und könnt dann zu eurer Q hinspringen, um nochmal Schaden zu verursachen oder wieder rauszuspringen. Das sind die zwei Optionen, die ihr mit dieser Combo nochmal forcieren könnt. Die letzte komplexe Kombination, die wir jetzt noch dabei haben, ist die E-Autotech WQ Flash Ultimate Combo. Das ist von Katarina wahrscheinlich auch eine der schnellsten und tödlichsten Kombinationen, die es gibt. Zunächst springt dafür Katarina mit ihrer E-Fähigkeit in Richtung des Ziels und führt einen Auto-Attack aus, um dem Ziel Schaden zuzufügen. Als nächstes nutzt sie wieder die W-Fähigkeit, um sich vom Ziel schnell entfernen zu können und ihre Position zu verbessern.
bevor sie dann ihre Q-Fähigkeit einsetzt, um weiteren Schaden zu verursachen. Wenn das Ziel immer noch am Leben ist, kann Katarina mit ihrem Flash auf die W und die Q flashen und gleichzeitig die Ultimate aktivieren. Dadurch habt ihr einen massiven Schadenspock mit einem Schlag und das Ganze kommt für den Gegner meistens sehr überraschend, denn er denkt, er ist meistens schon raus. Somit könnt ihr eventuell wichtige Fähigkeiten, mit denen er escapen könnte, in Anführungszeichen baiten, weil er davon nicht ausgeht und könnt dann die Ultimate aktivieren, um ihn letztendlich zu töten. In richtigen Kämpfen oder in großen Teamkämpfen kann man mit dieser Fähigkeit teilweise 3 bis 4 Gegner auf einmal auslöschen. Kommen wir auch schon zu unserer letzten Combo, dem Dagger Hop, auch bekannt als Wall Hop. Das ist eine Mechanik für Katarina-Spieler, die ihre Mobilität erhöhen und Wände überwinden möchten. Um diese Mechanik auszuführen, müsst ihr euch an eine Wand stellen, dort die W aktivieren, also den Dagger in die Luft werfen und dann schnell draufspringen. Dafür müsst ihr aber auf die andere Seite klicken. Katarina wird dann relativ komisch, zumindest für Anfänger fühlt es sich sehr komisch an, mit einem Mal auf die andere Seite teleportiert und ist dort drüben. Hat das Dagger aber nicht eingesammelt, ist aber eben auf der anderen Seite der Mauer. Und das ist letztendlich, was ihr erreichen wollt, um vielleicht auch mal schnell zu entkommen oder dem Gegner hinterher zu chasen. Eine wichtige Sache, die hierbei zu beachten ist, ihr müsst die E sehr, sehr schnell auf die andere Seite spammen, denn wenn ihr das Messer schon wieder eingesammelt habt, das ihr in die Luft geworfen habt, könnt ihr nicht mehr rüberspringen. Machen wir weiter mit den Stärken. Katarina hat erstmal 4 große Stärken, die sie zu einem gefährlichen Champion auf der Midlane machen. Wie ihr in den Kombos schon gesehen habt, ist ihre Mobilität eine der größten Stärken. Durch ihre Fähigkeiten kann sie schnell in Kämpfe hineingehen oder sich auch wieder herausbewegen. Zum anderen verfügt sie über eine starke Fähigkeit zur Zonenkontrolle, die sie ermöglicht, den gegnerischen Teammitgliedern den Weg abzuschneiden oder sie daran zu hindern, ihr Ziel zu erreichen. Das Ganze macht ihr über eure Dagger, die am Boden liegen. Ein weiterer Vorteil von Katarina ist ihre Fähigkeit, schnell und effektiv Schaden auszuteilen. Ihr hoher Burst-Schaden mit den Kombos können Gegner schnell töten und in Teamkämpfen großen Einfluss haben. Darüber hinaus hat Katarina keine Ressourcenkosten, was es ihr wiederum ermöglicht, länger im Kampf zu bleiben und mehr Schaden zu verursachen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Katarina aufgrund ihrer hohen Mobilität, der starken Zonenkontrolle, einem hohen Burst-Schaden und ihrer Fähigkeit, ohne Ressourcen zu arbeiten, zu einem sehr gefährlichen Champion wird, der auf der Midlane erfolgreich sein kann. Leider hat aber Katarina auch einige Schwächen, die beachtet werden sollten. Ihre mangelnde Robustheit ist eine dieser Schwächen, da sie nur geringe Gesundheits- und Rüstungswerte hat und dadurch anfälliger für Schaden ist. Zudem hat Katarina keine Möglichkeit, sich während des Kampfes zu heilen oder sich mal selbst zu schützen, was sie noch anfälliger macht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Katarinas hohe Abhängigkeit von Gold. Um Schaden zu verursachen und mit ihren Fähigkeiten wirklich effektiv und gefährlich zu sein, benötigt sie viel Gold. Wenn sie nicht genügend Gold bekommt, kann sie schnell ins Hintertreffen geraten und somit weniger effektiv im Spiel sein. Katarinas Schwäche ist auch das Early Game und das ist ein wichtiger weiterer Faktor. Ihre Fähigkeiten haben zu Beginn des Spiels eine höhere Abklingzeit und verursachen wenig Schaden. Andere Midlane Champions können Katarina im Early Game leicht dominieren und sie einfach aus diesem Spiel rausnehmen, was ihr späteres Spiel einfach sehr erschwert, wenn sie bis dahin überhaupt noch so skalieren kann. Schließlich ist Katarina auch anfällig für Hard CC, wie zum Beispiel Stunts, Knockups oder Silence-Effekte. Da sie auf ihre Fähigkeiten angewiesen ist, sich im Kampf zu bewegen, um Schaden zu vermeiden oder auch Schaden auszuteilen, kann sie durch HCC leicht unterbrochen werden und somit ihre Fähigkeiten nicht ausnutzen. Diese Schwäche macht sie weniger effektiv im Kampf, wenn sie sogar nicht useless ist und erfordert einen vorsichtigeren Spielstil, um ihre Fähigkeiten optimal zu nutzen. Gibt es aber einfach Champions, die jedes Mal Point and Click euch stunnen können, dann werdet ihr kaum eine Chance haben. Bei Katarina gibt es gewisse Skills, die ihr unbedingt beherrschen solltet, damit ihr diesen Champion effektiv und erfolgreich spielen könnt. Beginnen wir dafür erstmal mit den allgemeinen Punkten. Das wären erstmal die Positionierung, das Timing und die Map Awareness. Eure Positionierung entscheidet über den Schaden, den ihr letztendlich verursachen könnt. Denn ihr müsst abwägen zwischen dem Abwarten, kann ich jetzt schon rein und meine Kombos ausführen oder werde ich dann vielleicht unterbrochen und als erstes fokussiert, und dem Engage, kann ich jetzt wirklich rein meine gewissen Kombos auf die priorisierten Ziele setzen und somit den Teamfight entscheiden. Genau das gleiche gilt natürlich für die Lane, wenn gewisse Fähigkeiten verwendet wurden, könnt ihr dann rein oder eben nicht.
Dann geht es weiter mit dem Timing. Dabei kommt es darauf an, dass ihr eben schon mal eure Fähigkeitenkombination, also die Kombos, richtig timet und den Engage in der Backline ordentlich hinbekommt. Dann kommt zum Schluss noch die Map Awareness. Katarina ist leider sehr killabhängig und somit ist Roaming auf den anderen Lanes ein sehr entscheidender Faktor für sie. Vor allem auf der Botlane gibt es eventuell zwei Kills, die ihr mit euren Fähigkeiten leicht nehmen könnt. Deswegen müsst ihr beim Roaming immer wieder aufpassen, um genau solche Momente abgreifen zu können. Außerdem gibt es Ganks durch den Jungler, da wo ihr euch hüten müsst. Denn ihr könnt nicht mehr wie früher mit einem Wardjump aus der Lane raushüpfen, sondern müsst jetzt den Jungler zumindest in gewisser Hinsicht respektieren. Neben diesen allgemeinen Skills gibt es dann noch zwei spezifische Skills. Das wäre einmal das Dagger Placement und das Resetting. Dagger Placement bedeutet erstmal nur, wo liegen meine Messer und wie werfe ich diese vielleicht an gewisse Positionen hin, damit ich entweder zonen kann oder wieder raushüpfen kann. Und das entscheidet dann letztendlich auch einfach über meinen Schadensoutput. Da liegen Messer in den Gegnern drinnen und ich kann drauf springen, verursache ich Schaden. Liegen sie außerhalb oder nicht in der Reichweite zu den Gegnern, dann werde ich keinen Schaden verursachen können. Danach kommt noch das Resetting, heißt, wenn ich einen Kill mache oder den Kill ermöglicht bekomme, dann bekomme ich natürlich Abklingzeit. Mit dieser Abklingzeit könnt ihr wieder neue Combo starten und die Combo führt zu weiterem Schaden. Diese Reset-Mechanik, vor allem in Teamfights, ist sehr wichtig, dass das schnell und clean funktioniert. Wenn das sauber von der Bühne geht, könnt ihr normalerweise ein ganzes Teamfight ohne Probleme für euch entscheiden. Als nächsten Punkt auf unserer Liste haben wir das Lane-Verhalten. Das teilen wir erstmal in Early Game, Mid Game und Late Game auf. Im Early Game hat Katarina als Champion einige allgemeine Schwächen, die sie überwinden muss, um effektiv zu sein. Diesen Begriff hört ihr öfter, aber so ist es nun mal. Zum einen verursachen ihre Fähigkeiten zu Beginn des Spiels wenig Schaden, da sie hohe Abklingzeit hat und ihre Fähigkeiten einfach noch nicht genügend Schaden machen. Zum anderen ist sie natürlich stark goldabhängig, was wir auch schon in den Schwächen kennengelernt haben. Danach ist es auch wichtig zu wissen, dass sie erstmal eine geringe Reichweite hat und leicht aus der Lane gepokt werden kann und somit dann keine Möglichkeit hat, auch zurückzustechen, außer sich selbst in den Gegner zu werfen, denn schützen kann sie sich ja nicht. Speziell in der Midlane gibt es aber einige Punkte im Early Game, die Katarina besonders beachten muss. Sie sollte das Wave Management beherrschen und verhindern, dass sie gegnerische Minions unter ihrem Turm gelangen, um ihre Fähigkeiten zum Farmen und Schaden verursachen zu beschränken. Stattdessen sollte sie den Wellenrhythmus so manipulieren, dass sie die Wave in der Mitte der Lane hält, nicht unter den gegnerischen Turm reincrashen lässt, aber auch nicht unter ihrem eigenen Turm die ganze Zeit eingesperrt wird. Somit könnte sie besser farmen und ihr könnt dadurch immer mal wieder kleine Trades machen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist dann das Roaming, bei dem Katarina aufgrund ihrer Fähigkeiten Kills in anderen Lanes zu erzielen versucht, was nun mal sehr stark ist, da sie viel Geld bekommt. Daher sollte sie frühzeitig in andere Lanes roamen, um Kills zu erzielen und dadurch das Team zu unterstützen. Außerdem bekommt ihr dadurch immer wieder einen Vorteil. Da Katarina im Early Game aber schwach ist, sollte sie versuchen, Trades mit dem Gegner zu vermeiden und stattdessen auf Farmen und sich auf das Überleben zu konzentrieren. Außerdem sollte sie auf ausreichend Wischen in der Lane achten, um Roaming-Möglichkeiten erkennen zu können, sich aber auch selbst vor dem gegnerischen Jungler schützen zu können. Dabei kann sie auch die Mindmap nutzen, um immer wieder diese möglichen Ganks abzuwenden. Im Midgame kann Katarina ihre Fähigkeiten voll ausschöpfen, da sie dann endlich mal genügend Gold haben sollte, um ihre Kerngegenstände zum Teil kaufen zu können und damit den ersten kleinen Powerspike erreicht. Jetzt ist es aber wichtig, dass sie sich in den Teamfights richtig positioniert, um ihr Potenzial auszuschöpfen, nämlich diesen hohen Schaden rauszuhauen. Gleichzeitig sollte sie immer auf die Map achten, denn die Gegner werden immer wieder versuchen, Catches auf Katarina zu landen, denn sie ist nun mal jetzt ein leichtes Ziel. Als Katarina kann man auch spezifisch über die Lane Druck ausüben. Wichtig ist, wenn ihr noch in dieser Laning-Phase seid im Midgame. Geht immer wieder roamen, vernachlässigt aber nicht euren Farm. Außerdem ist es wichtig, was eng mit diesem Roaming verbunden ist, sein Wave Control oder die Wave Control aufrechtzuerhalten. Heißt, ihr wollt die Wave rauspushen, erst dann Roaming gehen. Wollt natürlich immer wieder schauen, dass ihr nicht zu viel Farm droppt, wollt eventuell mal eine Zeit lang freezen, um den Gegner an eure Lane zu binden und könnt dann wieder im richtigen Moment eure Wave pushen, um vielleicht dieses Roaming gut auszuführen. Außerdem könnt ihr immer wieder, vor allem wenn ihr Ahead seid und vielleicht schon einen Turm gepusht habt, den gegnerischen Jungle erobern, dort einzelne Jungle Camps nehmen und dort durch Wards immer mehr Kontrolle ausüben. Zum Schluss ist es auch wichtig, dass ihr in eurer eigenen Lane, wenn ihr vorne seid, unbedingt Druck auf die Türme ausübt. Pusht die Midlane, pusht vielleicht auch mal die Toplane und macht so eine Art kleinen Split-Push. Vor allem, wenn ihr selber sehr gefeedet seid, könnt ihr dort enormen Druck ausüben und bindet teilweise mehrere Gegner an euch.
Dadurch kann euer Team dann wiederum leichter für gewisse Objectives wie dem Drake oder vielleicht den Herald gehen und somit erleichtert ihr euch das ganze Spiel. Im Midgame ist es für Katarina wichtig, nicht nur ihre Laning-Phase erfolgreich zu gestalten, sondern auch in Bezug auf die Objectives und das Teamplay ordentlich zu agieren. Solltet ihr einen Vorsprung aufgebaut haben und wollt diesen nutzen, müsst ihr nun mal bestimmte objective-spezifische Punkte berücksichtigen. Zunächst muss die Kontrolle über die Drachen und den Rift Herald gesichert werden, indem ihr Vision und Map Awareness nutzt, um den Gegner zu überraschen oder ihn zu vertreiben. Zusätzlich solltet ihr Druck auf die gegnerischen Türme ausüben, indem ihr die Wellen so manipuliert, dass ihr einen Lane-Push hinbekommt, am besten einen Slow-Push, und den Gegner dann zwingt, entweder auf der Lane zu bleiben oder eben diesen Turm zu verlieren. Sollt ihr auf der Lane bleiben, könnt ihr dann einen Drachen, einen Rift Turret oder vielleicht sogar schon einen Baron fokussieren. Außerdem ist es wichtig, Teamfights zu initiieren. Darin ist Katar sehr gut. Das macht ihr, indem ihr das Element der Überraschung nutzt, um die Feinde auszuschalten, am besten sie catcht und dann das Team in die richtige Position bringt, um wichtige Ziele wie weitere Türme oder Inhibitoren zu nehmen. Schließlich ist aber ausschlaggebend, dass ihr für Katarina rund um den Drachen und um den Baron Vision für alle wichtige Ziele habt. Sollte das der Fall sein, kann Katarina sehr viel Zoning betreiben und wichtige Ziele töten und damit die Objectives sichern. Abschließend kann man sagen, dass Katarina im Midgame wesentlich dazu beitragen kann, das Game in die richtigen Bahnen zu lenken. Im Late Game gibt es für Katarina einige allgemeine Punkte zu beachten. Zunächst ist es wichtig, dass sie ihren Farm aufrechterhält, so wie in jeder Phase, um weiterhin genügend Gold zu sammeln, um ihre Ausrüstung zu verbessern. Des Weiteren sollte ihre Position im Kampf genau überlegt sein, da sie in diesem Stadium des Spiels ein hohes Ziel für die Gegner ist und daher eine schlechte Positionierung schnell zu ihrem Tod führen kann. Außerdem seid ihr sehr entscheidend für das Team. Eine gute Map-Awareness ist auch im Late-Game wichtig, um mögliche Gegenangriffe zu vermeiden und sich auf die wichtigsten Objectives vorzubereiten. Schließlich sollte sie auch die Todeszeiten ihrer Gegner im Auge behalten und sie nutzen, um wichtige Ziele wie Türme und Inhibitoren zu zerstören, aber auch einzelne Catches setzen zu können. Im Late-Game gibt es hauptsächlich Teamfights, deswegen beleuchten wir die hier nochmal genauer. Im Teamfight gibt es nun mal für Katarina eine spezifische Rolle. Das heißt, so viel Schaden wie möglich auf entscheidende Ziele machen. Zunächst sollte sie versuchen, sich hinter der Frontline zu positionieren und nur dann in den Kampf zu springen, wenn sie eine gute Gelegenheit hat, um hohen Schaden an dem richtigen Ziel zu verursachen. Sie sollte auch auf die Crowd-Control-Effekte der Gegner achten und sich dagegen schützen, indem sie sich mit ihren Shampoos aus der Gefahrenzone zieht. Shampoos sind einfach nur ihre Sprünge. Als Katarina sollte man auch darauf achten, sich auf die schwächsten Ziele im Gegnerteam zu konzentrieren und sie schnell auszuschalten. Also die Ziele, die ihr am schnellsten eliminieren könnt, wie zum Beispiel einen ADC oder einen Midlaner. Schließlich kann sie durch geschicktes Ausnutzen ihrer Ultimate und ihre Resets dazu beitragen, dass ihr Team den Teamfight ohne Probleme gewinnt. Wenn es dann auch noch darum geht, wichtige Objectives wie den Baron oder den Elder Dragon zu erobern, gibt es auch einige spezifische Punkte, die man beachten sollte. Zunächst ist es wichtig, dass Katarina die Map Awareness aufrechterhält wie im Midgame und auf mögliche Gegenangriffe oder halt Catches von den Gegnern achtet. Dazu solltet ihr, bevor ihr im Objective-Fight konzentriert, die Vision clearen und eure eigene Vision aufbauen. Sie sollte auch versuchen, die Gegner zu überraschen, indem sie die Vision, die ihr gerade aufgebaut habt, klug ausnutzt und dann gewisse Ziele schnell one-shottet. Eine weitere effektive Möglichkeit, wie ihr auch Objective spielen könnt, ist, indem ihr Split-pusht, indem ihr einfach euer Team selber an diesem Objective machen lasst und in der Zeit Inhibitoren oder vielleicht sogar den Nexus fokussiert. Teilweise ist das möglich und alle gehen davon aus, dass Katarina bei solchen Fights dabei ist. Durch ihre aktuellen Builds kann sie aber trotzdem ohne Probleme Split pushen und schnell Inhibitoren oder auch mal den Nexus zerstören. Zu den Matchups wollen wir nicht ganz so genau eingehen. Trotzdem gibt es allgemein wichtige Punkte, die man beachten sollte. Gegen wen ist Katar denn stark? Sie hat an sich eine hohe Mobilität und ist deswegen gegen langsame Champions ohne Fluchtmechanismen super. Also zum Beispiel eine Annie, ein Veigar, ein Xerath oder auch ein Vel'Koz. Außerdem gibt es Champions, die haben im Early Game auch eine sehr schwache Laning-Phase und Katar hat dort ihre Freiheiten und kann teilweise durch Kills sogar die Führung übernehmen. Das wären hier zum Beispiel Ryze, ein Twisted Fate oder auch ein Kassadin. Zum Schluss haben wir dann noch leicht ausweichbare CC, worin Katar einfach ohne Probleme schnell mit ihrem Sprung zur Seite hüpfen kann oder man durch einfaches Dodgen solche Probleme vermeidet. Das wären dann zum Beispiel der Veigar, der Yasuo, die Lux oder auch die Orianna.
Bei Lux beziehen wir uns hier vor allem auf die Q und bei Orianna auf die Ultimate. Bei Vega gibt es den Cage, den ihr ja schon kennt, aus dem könnt ihr auch einfach raushüpfen, auf den Vega drauf und ihn dann mit euren Kombos töten. Besonders stark seid ihr vor allem gegen Ryze im Early Game, gegen einen Vega im Allgemeinen und gegen Xerath, denn er ist gegen Assassin super schwach, kann sich nicht wehren und solltet ihr einmal die E gedodged haben, steht euch nichts mehr im Wege, ihn niederzukommen. Im gleichen Format behandeln wir auch eher die schwächeren Champions, also Matchups, gegen die ihr einfach schwach seid. Und das sind in allgemeinen Control- und Crowd-Control-Mages. Was heißt das? Magier, die durch ihre Fähigkeiten euch festhalten oder unterbrechen können. Oder eurer Ultimate ausweichen. Das wäre einmal Lissandra. Sie kann sich selber vereisen, kann euch stunnen oder zumindest festhalten. Und das sind alles Mechaniken, die euch countern. Dann eine Syndra, die an sich schon in der Lane sehr eklig ist und euch rausbullen kann und dann euch immer wieder betäubt. Oder mit der E euch einfach nur abhält, wenn ihr Ulti zünden wollt. Dann haben wir noch Ahri und Malzahar. Malzahar sollte ganz klar sein mit seiner Ultimate, die euch unterdrückt, und Ahri kann den Charm super verwenden und sonst immer rausspringen. Diese Kategorie an sich ist schon mal eine sehr starke Kategorie, die euch sehr leicht fertig macht. Dann haben wir Tanks mit hoher CC. Sie werden euch einfach in den Late Game Teamfights davon abhalten, effektiv zu sein und meistens selber genügend aushalten, dass ihr sie nicht töten könnt. Somit auch eine schwierige Kategorie, gegen die ihr jetzt aber in der Laning Phase nicht direkt konfrontiert werdet. Ganz anders sieht es dann aus bei den Assassins mit hohem Burst-Schaden. Vor allem Talon, LeBlanc, aber auch ein Set sind Champions, die es gegen euch eher leichter haben und im Midgame einfach zu stark für euch sind. Meistens reichen zwei Items von ihnen aus, um euch ohne Probleme zu one-shotten, und euch ist es nicht ermöglicht, sie ohne Probleme niederzureißen. Deswegen sind das Champions, gegen die ihr euch eher schwer tut. Besonders schwach seid ihr aber vor allem gegen Lissandra durch ihre Ultimate-Mechanik, dann dem Zed, der euch einfach zu hart outplayen kann und zu leicht zu viel Schaden raushaut, und zum Schluss dem Malzahar, der einfach Ultimate drückt. Um jetzt schnell und effektiv mit Katarina im Spiel zurechtzukommen, gibt es einige Schritte, die man befolgen kann, so als kleinen Schnelleinstieg. Als erstes ist es empfehlenswert, die Kombos im Übungsmodus zu üben, um ein Gefühl für das Potenzial des Champions zu bekommen. Danach sollte man sich im Bot und Normal Game einen Limit-Test unterziehen, um die eigenen Fähigkeiten und Grenzen besser einschätzen zu können. Ein weiterer wichtiger Schritt ist das Beherrschen der Laning-Phase. Hier ist es wichtig, effektiv zu farmen und den Druck auf den Gegner auszuüben, ohne dabei selbst Schaden zu nehmen. Dabei kann man auch das Wave-Management üben, um eine bessere Kontrolle über den Lane-Verlauf zu haben. Im Teamfight sollte man darauf achten, die wichtigsten Targets, also die wichtigsten Ziele, zu fokussieren und sich in Position zu bringen, um den höchsten Schaden zu verursachen. Nach dem Spiel ist es sinnvoll, die Teamfights zu analysieren, um das eigene Spielverständnis zu verbessern und Fehler zu erkennen. Geht dafür einfach kurz ins Replay. Ein spezieller Stichpunkt, der spezifisch für Katarina ist, ist das Ausnutzen von Gelegenheiten. Als Champion, der auf Kills angewiesen ist, muss man stets ein Auge auf mögliche Fehler der Gegner haben und diese ausnutzen. Um Kills zu erzielen und somit das Spiel zu gewinnen, sollte man wirklich diese Punkte gut meistern können. Daher ist es wichtig, die Map Awareness zu verbessern und immer wieder auf mögliche Gelegenheiten zu achten. Vor allem im Roaming-Bereich sollte man immer wieder die Botlane fokussieren, da am meisten rauszuholen ist. Insgesamt ist Katarina ein Champion mit einem hohen Skill-Cap, der jedoch sehr belohnend sein kann, wenn er beherrscht wird. Mit ihren schnellen Bewegungen und verheerenden Ultimates kann sie das Spiel maßgeblich beeinflussen und ihre Gegner in Angst und Schrecken versetzen. Um Katarina effektiv zu spielen, ist es wichtig, ihre Fähigkeiten und Kombos zu beherrschen, ihre Matchups gut zu kennen und ihre Rolle im Teamfight zu verstehen. Mit diesem Guide hast du hoffentlich eine gute Basis, um in die Welt von Katarina einzusteigen und dich auf dem Weg zu einem erfolgreichen Katarina-Spieler zu machen. Nun liegt es in deiner Hand, deine Fähigkeiten zu verbessern, die Strategie zu verfeinern und dich im Spiel zu beweisen. Viel Spaß und viel Erfolg mit den kommenden Spielen. Das war's auch schon wieder mit unserem Katarina Guide. Wenn euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like und auf jeden Fall ein Abo da. Schreibt uns gerne Kommentare, was wir noch verbessern können, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Guide. Hier sind jetzt noch weitere Videos, die euch vielleicht interessieren könnten, und ich würde sagen, bleibt gesund im Ranked und Hashtag stay untiltable.